Mr. Freako. Ja, herzlich willkommen hier bei eurem Mr. Freako bei FIFA 14 Ultimate Team. So, was ist hier denn passiert? Transfers, wir haben zwei Sachen verkauft. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, tatsächlich zwei Positionskarten sind weggegangen für, beide sogar für 5.500. Ich habe die für Startpreis 4.000 reingestellt und halt Sofortkaufpreis 5.500. Wurden zwei Stück schon gekauft. Sieht man auch an meinem Münzenkontostand. Da hat sie echt ordentlich was getan hier. Geile Sache. Hammerhart. Wer die hier für 5.500 kauft, ey. Stellen wir direkt normal rein. Hier, 4.000. Eine Stunde nochmal, würde ich sagen. Ja, die hatte ich für 3 Stunden drin. Oh, scheiße, jetzt habe ich den einen für... scheiße, jetzt habe ich hier 2 Stück. Ah, das ist immer die Kacke. Jetzt habe ich die Startpreis für 1.000. Ah, Mann, ey, die gehen jetzt bestimmt weg. So für 2.500 vielleicht, wenn es viel ist. Scheiße. Ah, Mist. Na, trotzdem mehr für die ich sie gekauft habe, aber wegen dieses blöde Umschalten hier. Ich hasse das. Mann. So, einen kurzen Moment. Ich mache sie hier noch gerade alle rein. Sind ja nicht mehr so viele, die ich hier habe. Es ist momentan viel in Planung hier mit meinen Videos und alles. Deswegen komme ich momentan hier mit FIFA nicht so richtig hinterher, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Jetzt ist es nämlich schon wieder 3 Tage her, wo das letzte Video war. Tut mir leid, aber es läuft. Ich habe momentan viel in Planung und alles. Jetzt habe ich auch Urlaub. Naja, Urlaub kann ich nicht so wirklich nutzen, weil ich arbeiten gehe. Trotzdem, auch in meinem Urlaub. Bin mein Vater mit in der Firma. Noch ein bisschen nebenbei Geld verdienen. Immer her mit der Kohle, ne? In der Ausbildung ist ja nicht so viel, was man da übrig hat. Ich gehe zwar nicht die ganze Woche, vielleicht so ja, 3 Tage vielleicht, das reicht dann. Habe ein bisschen was nebenbei verdient. So, was spielen wir denn jetzt hier? Ich wollte ein kleines Turnierspielchen machen. Ich hoffe, jetzt hauen nicht alle ab und sagen, ist doch langweilig. Aber, nö, warum nicht? Europa-Klassiker. Wir spielen, glaube ich, jetzt gegen Barcelona. Barça. Genau, gegen Ajax haben wir schon gewonnen, 2-0. So, Barcelona. Wollen wir uns mal hier die 1000 Münzen holen. Oh, hier ist ein bisschen was abgelaufen. Können wir mal... Ach, nicht austauschen. Scheiße. Ordentlich was draufballern hier. Verbrauchsobjekte. Vertrag müssen wir noch ein paar haben. Ja, zwar nicht mehr viel, aber es reicht, ne? Was war noch? Noch irgendwas abgelaufen? Nö, irgendwie nicht. Ach doch, da oben. Ja, sieht man nicht immer, ey. Auch noch mal einen drauf, weil die wollen wir auf jeden Fall noch behalten. Okay. Ich glaube, für Barcelona brauchen wir schon wieder ein bisschen unsere Top-Fit-Mannschaft. Jones hier mit den meisten gelben Karten. Habe ich vorhin mal nachgeguckt, so aus Langeweile. ZDM, ja komm, ZM, zack. Den nehmen wir dann noch. Ja komm, Hermann, rein mit dir. So. Springen das hier mal um. So, ein IV haben wir auch noch da. Hummels, unseren Top-Mann hier. Genau. Olic mal wieder rein. Mit dem habe ich länger nicht mehr gespielt. So, das müsste ansonsten jetzt so passen. Immer springt das hier um. Komisch. Ja, reicht so. So spielen wir. Ach, scheiße. Da war ja was. Deine Mannschaft erfüllt die folgenden Teilnahmebedingungen nicht. Mindestanzahl an Ligen. 4 verschiedene Ligen. Ja, machen wir den hier noch mit rein. Zack, jetzt müsste es passen. Ja. Hä? 4 verschiedene Ligen. Wir haben hier 1. Bundesliga, 2. Bundesliga, Alge League und Scottish Premier League. Ach. Okay, es müssen exakt 4 Stück sein. Okay, auch kein Problem. Jetzt müsste es gehen. Hä? Mindestanzahl an Ligen. 4 verschiedene... Ach so, in Startelf der Mannschaft. Scheiße. Okay. Ich verstehe. Nehmen wir hier den Torwart.
komisch. Ich müsste eigentlich wissen. Ich habe es vorhin auch schon im Spiel da gespielt. Mann, Mann, ich bin auch manchmal ein bisschen verwirrt hier. Ja, komm. Oh, schaffen wir das denn? Wenn wir dann so eine Luschenmannschaft haben. Geht das jetzt schon? Nee, ne? Nee. Irgendeinen brauchen wir noch. Wen nehmen wir da? Hier, Fuhr Kaputu, wa? Komm, als Stürmer rein. Da müsste es gehen, glaube ich. Jetzt endlich. Scheiße, wir brauchen mindestens 90 Chemie, ne? Oh, Alter, das gibt's doch gar nicht. Kacke. Was können wir da jetzt noch machen? Irgendwas noch verändern, was Gutes. Hier, ZDM oder so. Genau, da am besten noch einen Deutschen oder so rein. ZDM, was haben wir da? Scheiße. Auch kein Deutscher. Ich weiß jetzt nicht, was wir da machen können. Dass wir irgendwie noch eine grüne Verbindung kriegen. Hier irgendwie noch. Oder RV, was haben wir denn als RV? Shit. Das passt alles nicht so unbedingt. Fuck. Ich weiß gerade nicht. RM. Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, dasselbe, ne? Ja, scheiße. Oder was ist, wenn wir hier irgendwas drehen? Ja, ist noch weniger. Ne, so passt es nicht. So wahrscheinlich auch nicht. Ne, ach, noch schlechter. Mist, was machen wir jetzt hier? Haben wir noch einen anderen Torwart? Ein Polski-Torwart bringt wahrscheinlich auch nichts. Nee. Scheiße. IV? Nee. Ah, jetzt bin ich ja echt durcheinander hier. Wie hatte ich das denn vorhin überhaupt? Ich habe ja vorhin auch schon mal ein Spiel gemacht. Ich glaube, hier habe ich wieder alles gewechselt. Scheiße. Und warte mal, passt es vielleicht so? Ja, so passt es. Okay, aber jetzt ist jetzt, er hat zwar nur Fitness 93, aber obwohl, warte mal, wir können noch was anwenden hier. Haben wir überhaupt noch eine Fitnesskarte? Stimmt. Brauchen wir nicht so viel hier, so eine Schlappe. Passt das hier schon. Benutzen wir sonst eh nicht so oft. So, können wir jetzt endlich spielen. In Barça, Barcelona. Könnte hart werden, auch wenn es nur auf Profi ist, aber trotzdem. Ich habe gegen Ajax mit meiner Top-Mannschaft gerade mal knapp 2-0 gewonnen, sage ich mal. Es war knapp. Wow. Das habe ich noch nicht geschafft hier, ey. Ist echt übel. Bro, jetzt geht's aber los hier. Jetzt werde ich gut hier, oder was? Alter! Ja, Leute. Jetzt geht's ab. Komm, letzten noch. Den möchte ich noch haben. Komm. Ah, fast. Komm schon. Komm schon! Noch zwei Versuche. Ah, von da doch nicht. Da treffe ich doch nicht. Oh Mann, komm schon. Ein Versuch noch. Ich will ihn treffen. Ah, scheiße. Schade. Leider nicht geschafft. Egal. Komm, spielen wir jetzt hier. Hallo und Schönes herzlich Spielchen mal willkommen. wieder Jetzt machen. sind wir schon unter den letzten acht. Das Publikum ist gespannt. Und wir, Buschi, wir freuen Dann wollen uns wir uns auf mal ein diese, weiteres was Spiel. war das, Silberverträge-Set oder so? An Oder dieser was kriegen wir Stelle, hier? Ein dass es das Silber-Set, dann glaube ich, und wirklich gibt, auf jeden man Fall kennt 1000 ja Münzen. Beispiele, wie das so Wollen ist wir mit uns den doch holen, Vorsätzen, ne? werden aber die Stimmung Halbfinale hier, hier. die reißt einen richtig mit und Gegen wir freuen uns Profi. auf 90 Barça hoffentlich Profi. spannende Minuten. Oh. Komm, Schuss einfach. Achtung, rechts! Wow, der war schon Das ganz war ja gut. In schon FIFA fast eine 13 wäre er mutige reingegangen. Leistung. Diesen Ja, man sollte Bombenschuss nicht mal da. mit FIFA 13 vergleichen, ne? Ich weiß, Ja, aber das gibt dann Eckball. es ist halt so. Und, Hummels! oh, komm, Torwart! Alter! Erneut Ah, Ecke! noch mal eine Ecke. Komm. Ich Versuch wollte mit dem eben, ich hatte Kopf. eben nicht so richtig den Drang zum Aufnehmen, weil ich habe so Musik gehört, ne? Und das war so geil, die Musik. Ich war so ein bisschen hier nebenbei am FIFA zocken, Mucke gehört, ey, war ganz geil. Dann dachte ich mir, komm, nehme ich noch auf. Weil dann muss ich ja Musik ausmachen und ist halt immer, Souverän naja. geklärt. Was soll's. Suboptimal gelöst das Ganze. Das ist leichte Beute für die Verteidigung. Ein Ball, zwei Spieler. Wer kriegt ihn? Oh, der ist Ball im weg. Tor aus. Abstoß. Fuck Butter. Sergio Busquets.
Zum Spielstil von Barcelona, dem berühmt-berüchtigten Tiki-Taka, ist ja schon fast Tiki-Taka. Alles gesagt worden. Entscheidend sind hier die präzisen Kurzpässe und die hohe Ballbesitzquote. Und das entschlossene. Leute, mein Angebot steht immer noch. Ja, wären es fast, glaube ich, in jedem Video. Ihr könnt gerne mal mit mir zocken, gehen mich zocken, also mich hinzufügen auf Xbox. Gamertag steht unten in der Beschreibung. Ne? Also, tue euch keinen Zwang an. Fügt mich hinzu. Ne? Ist nur ein nettes Angebot meinerseits. Können wir mal zusammen zocken und so. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Muss aber auch nicht FIFA sein. Kann auch gerne was anderes sein. Xavi. Wenn ich es denn habe, das Spiel, was ihr gerne zocken wollt mit mir. Ne, und dann können wir uns mal ein geiles Match liefern hier. Luis Gustav. Ich komme hier noch nicht durch. Ist noch zu heikel. Obwohl es nur auf Profi ist. Komm jetzt aber. Oh, wow, wow. War mit links, ne? Ich jetzt habe hier ganz guten Ballbesitz. Aber wie man ja schon weiß, Ballbesitz ist nicht alles, ne? Ballbesitz ist leider nicht alles. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Wenn du den als Stürmer im Rücken hast, dann gibt's die idealen Pässe. So, jetzt wollen wir hier irgendwie durch. Aber es ist nicht so einfach, ja. Und geht entschlossen dazwischen. War nicht so gedacht. Philipp Lahm hat den Ball. Ach, das war doch kacke. Da sollte er auch gar nicht hin. Manchmal weiß ich auch nicht. Und nun Lionel Messi. Und das, was Lionel Messi da vorführt, das ist moderne Ausbildung. Hier, Banausigen, Banausen. Jetzt gib mir doch mal diesen Ball wieder. So. Jetzt ist hier ein bisschen frei. Jetzt können wir hier mal durchmarschieren. Komm. Ah, sollte jetzt eine Flanke werden. Aber Ecke, oder? Müsste Ecke sein. Nee, doch nicht. Scheiße. Naja, egal. Bisher haben wir die besseren Chancen, finde ich. Ja, soll doch kein Problem werden auf Profi, denke ich mal. Wechsel im Ballbesitz. Barcelona hat ihn. Der Ball ist frei. Jansen. Wollen wir mal hier ganz langsam durch, wa? Jetzt mal irgendwas machen hier. Ah, Mist. Da war er schneller. Ja, das ist jetzt das Problem. Die sind halt zu schnell, ne? Beziehungsweise vielleicht schneller sogar als meine Spieler. Ist das nicht mehr so einfach, dann so irgendwie durchzukommen? Oder die Laufduelle zu gewinnen. Perisic. Ah, ist wieder richtig eng hier hinten. Ja, hier vorne. Oder wie auch immer. Komm, rein damit. Ah, und Jawolski, da ist er, Leute. Da ist er. Sam. Sydney Sam macht ihn. Mit dem Kopf. Glaube ich, war doch mit dem Kopf, ne? Ja, genau. Ja, aus dem Winkel noch schön rein. Wir sehen hier noch über ein Torwart. Für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, der muss doch Sprung. Na, das läuft doch hier wieder. Wunderbar, immer. Ein super Kopfball. Wie viele Torschüsse hat es heute eigentlich gegeben? Gucken Sie Komm, kommen wir hier durch? Kommen wir hier durch? Ah. Irgendwie kommen wir die Spiele immer länger vor. Also, je öfter ich spiele, also je mehr ich spiele, umso länger kommen sie mir vor, ey, die Spiele. Ich dachte vorhin, ah, Spiel zu Ende, jawohl. Und auf einmal war es erst die erste Halbzeit. Scheiße, dachte ich, was ist hier denn los? Und da hatte ich irgendwie schon 5-1 oder so. Da dachte ich, ah, Spiel zu Ende. Nee, erste Halbzeit. Und der geht rein, komm. Und der geht rein. Ja, der ist drin. Was für ein Tor. Perisic. Sehr schön. Da war noch ein bisschen Glück dahinter. Ah, ich merke irgendwie, dass meine Kopfhörer so langsam, mein Headset so langsam ein bisschen wabbelig wird. Sitzt nicht mehr so fest wie am Anfang, als ich es ganz neu hatte. Also rutscht schon so leicht. Hat sich vielleicht schon ein bisschen so, sag ich mal, ausgeleiert. Obwohl, so lange habe ich es eigentlich noch gar nicht. Aber ich benutze es halt in letzter Zeit ein bisschen öfter, ne? Videos machen und alles drum und dran. Aufnehmen. Aber ist auch gut so, ne? Wenn man schon hat, wieso soll man es nicht benutzen? Dazu ist es doch da, ne? Ich
benutze übrigens das, ich habe das Bayer Dynamic MMX2. Habe ich ziemlich günstig bekommen, also habe ich echt ein Schnäppchen gemacht. Ich glaube, es liegt eigentlich so bei, weiß nicht, bei zwischen 40 und 60 Euro liegt das, glaube ich. Ich habe es irgendwie für bei eBay neu für 13 Euro bekommen, inklusive Versand. Also es war richtig ein Top-Schnäppchen. Und es war wirklich neu, nur alles neu eingepackt. Die Abwehr steht goldrichtig. Also richtig top. Und nun Lionel Messi. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Aber ich glaube, das war gar nicht als neu eingeschrieben bei eBay. Schabi. Vielleicht hat es deswegen nicht jeden so interessiert. Da stand, glaube ich, gar nicht neu, war aber alles neu eingepackt und alles drum und dran. Naja, selbst schuld für den Verkäufer, ne? Ah, egal, ist ja nicht das Thema hier. Denn wir sind ja hier knallhart am Zocken. Und wir führen schon 2-0. Also alles wunderbar. Bei Fuhr Caputo steht immer Doris hinten, ne? Fällt mir gerade so auf, Doris. Ist wohl irgendwie ein Spitzname oder was weiß ich. Oder sein Vorname wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und er bracht. Ah, er macht keine Flanke. Was macht er hier? Nein. Oh oh. Ach, kein Problem hier. Ich wollte gerade schon sagen, kein Problem hier für den Keeper. So wie es immer der Sprecher gemacht hat. Ich glaube bei FIFA 13. Kein Problem für den Keeper. Oder sogar hier war das, glaube ich, auch. So, jetzt komm. Komm, Doris. Doris, mach ihn. Ah, schade. Doris, da. Wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, aber... Naja, egal. Ach, zu doll. Ah, ist das hier ein schönes heute. Der Sonntag geht immer so schnell vorbei, ey. Sonntagabend schon wieder kurz vor 10. Mann, Mann, Mann. Was soll er da anders machen, der Schiri? Was jetzt? Abseits gewesen, wa? Nee, doch nicht. Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Komm, einfach. Ah, einfach mal drauf. Ist hier nicht so einfach. Na, egal. Egal. Ich sag immer egal. Was lange wir hier gewinnen. Da sehe ich auch gar keine Probleme drin. Das ist absolute Weltklasse. Und Ecke. Nein, ah, keine Ecke. Aber wir haben hier den Ball in einer guten Position. Den war... Oh, was war das denn? Komm, rein damit, ja, Wolski. Da, Glück gehabt, dass er wie der Ball abgeprallt ist vom Torwart. War natürlich dann ganz easy, den da reinzumachen. Tja. Im zweiten Anlauf und das ist besonders ärgerlich, muss der Keeper sich geschlagen geben. 3-0, Mann, Barcelona, was ist denn los mit euch da? Wunderbar gemacht, das Bällchen läuft hier hin und her. Voll gegen Weltklasse, eben 6-1 gewonnen. Mann, das war wieder ein geiles Spiel. Das war gegen so eine komische Mannschaft, die ich noch nicht mal kannte, irgendwie vom Namen her. Atlas hieß die. Keine Ahnung, sagt mir gar nichts, Atlas. Aber ich bin doch nicht so bewandert oder hab da nicht so eine Kenntnisse mit den ganzen komischen ausländischen Mannschaften. Ich kenne auch diese Standardmannschaften, die so es alle gibt, ne? Die man auch schon mal alle bei Champions League und League oder so gesehen hat. Jetzt greift er ihn an. Komm schon. Spiel ihn und. Ah, Alter, da hat er mir voll in den Kopf getreten. Sah zumindest so aus. Subotic. So ja, locker, er weg hier, halt ey. Ach, wo spielt er denn wieder hin? Oh, hätte ich ihn fast gehabt. Man, so langsam kennt man schon die ganzen Positionen, wo die immer so hinspielen, die KI zumindest.
Ich hatte vorhin, Scheiße, ey. Part 20 von Damnation hochgeladen. Also hatte ich schon 100% hochgeladen, bloß zum Schluss wird es ja nochmal verarbeitet, sag ich mal. Aber da kam, ging einfach nicht weiter. Wollte nicht auf 100% gehen. Irgendwie nach 2 Stunden habe ich es dann abgebrochen. Scheiße, ey. Na, dann kommt das Damnation Part 20 einen Tag später. Was soll's. Weil es jetzt auch schon so spät, bringt ja auch nicht mehr so spät, das dann irgendwie nochmal hochzuladen hier. Wenn ich hochlade, dann kann ich auch nicht sehr gut FIFA zocken. Weil es ist ein bisschen laggy. Also immer ein bisschen ätzend hier alles. Da muss ich mal alles genau abpassen, wie und wann ich spiele, wann ich aufnehme, wie ich was freigebe oder hochlade. Das ist hier schon ein bisschen Arbeit, ne? Aber das mache ich doch gerne. Macht Bock auf jeden Fall. Wenn man sieht, dass man so Klicks bekommt, dass sich Leute das angucken und so. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn ihr Let's Player seid. Ist halt geil, ne? Dieses Feedback und so. Wenn Leute das kommentieren, irgendwas darüber, man mit den anderen YouTubern so den Kontakt hat, halt so eine Art richtig Community halt, ne? Ist halt geil. Macht Bock. Sich mit anderen Let's Playern austauscht oder auch mal irgendwie was organisiert und mal ein Together macht, macht halt Bock. Das ist das Geile daran. Da würde ich schon fast sagen, dass das Zocken nur Nebensache ist. Ist einfach so. Man macht ja viel mehr die anderen Sachen, als man zockt. So dieses Ganze auf YouTube und drumherum. Das ist ja viel mehr. Nimmt ja viel mehr Zeit in Anspruch. Wenn ihr jetzt wisst, was ich meine. Wahrscheinlich schon. So. Komm jetzt aber hier. Was machen wir? Was machen wir? Und rein damit. Ach, schade. Schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Das sah so aus, wenn er zu mir kommt, der Ball. Manchmal weiß was jetzt denn. Ah, da ist jemand verletzt. Scheiße. Wen hat's da erwischt? Und dann Fuhr Kubutu oder was? Ah, Perisic, der 2 Tore gemacht hat. Na, habe ich jetzt überhaupt hier irgendjemanden dafür? Sieht schlecht aus. Na, groß. Top. Na, lassen wir auch so. Egal, wir gewinnen ja hier. Ist ja nicht mehr lang. Aha, ich hatte die letzten 6 Minuten noch verletzt. Sehr scheiße. Scheiße in Dreck hier. Ein frischer Mann soll mit dazu beitragen. Ey, ich will ihn doch nicht wegschießen. Komm. Und die Angreifer wieder gestoppt. Sauber geklärt. Komm, Tor möchte ich noch machen. Warum nicht, ne? So, für die Statistik halt. Momentan ist, glaube ich, Mandzukic mein, oder? Ja, ich glaube, Mandzukic mein Top-Torjäger. Mit denen ich eigentlich gar nicht so oft spiele, muss ich mal so sagen. Am meisten glaube ich mit Schieber. Ohne Witz. Obwohl der ja jetzt nicht so die Top-Werte hat, aber irgendwie spiele ich am meisten mit denen. Also vor dem Sturm jetzt. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Naja, das war's dann wohl hier. Müsste gleich Abpfiff sein. Ach, auch schon wieder Kacke gespielt. Oder haben wir nochmal eine Chance? Komm. Okay, das war's. Das war's hier. Schönes 3-0. Alter, jetzt pfeift doch ab. Ja, geht doch. 3-0. Jawohl, gegen Barcelona. Gut, gut. Jo, Ast rein. Oh, Sydney Sam sogar. Spieler des Tages. 520 Münzen. Ja. Wunderbar. Ganz klar gewonnen. Ja, ist auch nicht mehr so schwer auf Profi. Damals am Anfang habe ich mir schwer getan gegen Profi. Aber jetzt geht das schon. So, nächstes dann gegen Napoli. Ach, war gar nicht. Halbfinale war
Achtel, ne? Ist doch Achtel. Achtel? Nee, Viertel? Nee. Halb? Viertel. Ja, Viertelfinale war es, stimmt. Dann kommt, jetzt kommt gleich, dann kommt Halbfinale. Oh, Bayern ist auch weiter. Ich wette, ich spiele gegen Bayern, ey. Galatasaray. Naja, gut. Ach, nee, nicht nächste Partie. Ich denke mal, es kommt in der nächsten Folge oder auch nicht. Weiß ich noch nicht, was ich euch dann wieder zeige. Ich denke mal, dann wieder ein Online-Spiel oder so. Muss ich mal schauen, was für euch so interessant sein könnte. Ne? Schaue ich immer. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge hier mit eurem Mr. Freako. Haut rein, Leute. Ciao.